Bäm! Damit habt ihr nicht gerechnet. Eine Minute zu früh. Hallo zusammen, ich bin Besser Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Livestream. Servus, Red Kiff. Wir werden heute RimWorld spielen. Vielleicht nachher noch Rocket League. Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall mal RimWorld. Das kommt davon, wenn man eine Minute zu früh anfängt. Kaum tut man das, muss man husten. Die kleinen Sünden bestraft das Leben. Wir spielen RimWorld und ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt davon, dass wir bisher immer laden konnten. Aber es ist jetzt wieder die Stunde der Wahrheit, ob es diesmal auch funktioniert. Wo sind wir denn? Frostboyn, hier. Weil wir haben jetzt schon ein paar Versionen übersprungen. Ich meine dafür, dass es bisher, ich habe es jetzt natürlich verschrien, weil ich das Spiel gelobt habe, aber dass es bisher so gut funktioniert hat. Es funktioniert besser als manche 1.0 Releases, die tatsächlich 1.0 Releases sind. Und nicht nur ein instabiler Testbild, wie das RimWorld hier nennt. Von dem her, Hut ab! Wie heißen sie schon wieder? Ludeon oder sowas? Shit, ich hab's vergessen. Mein Fehler. Ich habe auch schon ein Feierabendsbier intus. Nur als Vorwarnung. Aber das ist alles okay. Es hält sich alles im gepflegten und moderaten Rahmen. Für den Moment. Alright. Wo war man? Irgendwas wollte ich machen. Was wollte ich denn machen letztes Mal? Ich wollte die Indoor... wie nennt sich denn das? Die Drinnenfarmen machen, damit die das ganze Jahr lang über Sachen abbauen können. Genau, aber dafür müssten die Dinger größer werden wegen den Lampen. Yes, yes, yes. Okay, wir haben nach links Platz. Wenn nicht wirklich nach unten, nach rechts oder nach oben Platz. Das ist ein bisschen geschissen ist. Ich hätte gern. Oder man muss halt dann da unten durch und kommt da nicht mehr durch. Das ist auch nicht so schlimm. Und wir könnten es ein bisschen mehr nach links verschieben. Das ginge auch. Moment. Also wie groß ist jetzt so ein Lämpchen? Wo ist das? Unter Möbel, oder? Genau, für Rocket League müssen es die magischen drei Bier werden. Absolut. Künstliche Sonne. Sonne heißt das Ding. Was ist jetzt für mir, damit wir da noch zwei Platz haben? Nur ohne es dabei zu bauen. Wenn wir da eins hinbauen würden. Oh, fuck. Okay, kann ich da sehen? Nein, ich kann es nicht sehen. Ja, ich möchte wissen, bis wohin geht das? Künstliche Sonne. Nein, jetzt zeigst du es mir nicht mehr. Eins weiter links als da. Also bis quasi... Also so wäre dann die zweite. Glaube ich. Ja, du bist hier... Du bist hier. Ihr beschneidet euch jetzt zwei, wenn ich jeweils eins links davon und eins rechts davon bin. Das heißt, das macht voll Sinn. Yes. Okay. Wenn wir da unten keinen Abstand lassen. Ich weiß nicht, wieso dann da Türen sind zum Reingehen, aber ist halt jetzt so. Life is hard. Und nach oben wäre das jetzt wie? Okay, da. Das heißt, es könnte sogar bis hier hingehen. Okay, das heißt, wir hätten da ein bisschen mehr Platz oben, was auch geil ist, weil dann auch dieser Korridor hier für die Verteidigung besser sein kann. Which would be nice. Und wie haben wir dich gestellt? Warte, war das schlau? Ja, dann könnten wir da die Mauer machen und haben wir ja immer noch zwei Platz. Ja, ich glaube, das gefällt mir gut. Ich glaube, das gefällt mir sehr gut. Wo war das jetzt schon wieder? Da, genau. Das heißt, wir machen dich... Wir haben dann keinen Platz mehr zwischen den Feldern. Okay. Jesus. So. Yes. Dahin und dann das nächste hierhin. Nein, Moment. Warte, doch. Ja. So. Okay, dann müssen wir die Felder nur anders machen. Jetzt müssen wir... Okay, die Felder sind mal für einen Moment weg. Löschen. Ich meine, es tut mir im Herzen weh. Aber alles wird mal gelöscht. Aber was warst du? Baumwolle, brauchen wir so viel? Wir haben eigentlich genug Stoff mittlerweile. So viel Stoff brauchen wir auf lange Zeit, glaube ich, gar nicht. Brauchen wir das anderes dringend? Ich hoffe auch, ich habe genug Strom für die Dinger. Wie viel brauchen die schon wieder? Unglaublich viel, oder? Ja, aber ich will Info dazu haben. Gib mir eine Info. Wie viel Strom nehme ich? Strom! Sagt es mir nicht. Oder ich bin blind. Wahrscheinlich bin ich blind. Sagt es mir erst, wenn ich sie gebaut habe. Ist ein bisschen spät. Spiel. Just saying. Ein paar der Wände müssen Stein werden. Ich weiß nicht, ob wir einfach alle Wände Stein lassen. Ist das besser isolierend als Holz? Morris, schrecklich. Schrecklich, dass du zu spät bist. Es tut mir so, ich fühle mich zutiefst persönlich verletzt. Nein, servus. Freut mich, dass du da bist.
Ich glaube, Steine isolieren besser. Zumindest habe ich das irgendwo. Ich glaube, Steine isolieren besser. Haben wir genug Stein? Hm, genug. Ja, haben wir schon, oder? Das muss halt irgendwann mal wieder Stein klotzen. Irgendwer ist gestorben, oder? Wer war das schon wieder? Forschung ist gestorben. Mit Namen? Enthält toter Mensch. Achso, wissen wir gar nicht mehr wen. Okay, enthält toter Mensch. Finde ich schön. Okay, ich muss die hier noch löschen. Okay, ja, genau, da habe ich alles gelöscht. Good job bei mir. Ja, wir machen das jetzt mit Sandstein, habe ich beschlossen. Das ist dann so. Und da so. Yes, 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 yes. Okay. Also die Türen können aus Holz sein. Okay, jetzt muss ich natürlich wissen, wie weit ich da nach links muss, damit das funktioniert. Ich meine, wir können das mal fertig machen, damit wir hier eine gescheite Wand haben. Bin mir nicht sicher, ob ich genug Stein habe für all das, was ich gerade probiert zu tun. Ich habe nicht nachgezählt. Machen wir mal den Rest hier mit, was haben wir noch so? Schiefer. Schiefer, yes. Warum zeigst du mir da den Kreis nicht? So annoying. Prost, GF Master. Du hast schon ein zweites. Ich bin auch schon beim zweiten. Ich habe nur schon einen Sintus. wo ist das? Stein, Stein. Beim Stein muss die, bei dem da. Oder was das auch immer ist. Fleck muss die Wand sein. Strukturen, Schieferwand. Welcher Fleck war es jetzt? Okay, es ist der rechteste Fleck. Rechteste Fleck, Gummibaum. You can do this. Okay. Ja, geht sich hier voll aus, oder? Wir haben 169. Ja, dann gehen sich die restlichen Wände sicher auch aus. Wir können eigentlich gleich Autotüren reinmachen, finde ich. Circa die Mitte ist jetzt nicht so wichtig, dass es wirklich die Mitte ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt zwei Mauern brauchen nachher eigentlich. Stimmt, weil es ist ja saukalt hier. Das heißt, wir wärmen das vielleicht nicht genug, wenn wir nicht Doppelmauern fürs Isolieren bauen. Might be a good point. Nee. Hm. Es muss nur über 0 sein, oder? Dass es okay ist. Was für ein Heavy-Metal-Konzert warst du? Bier gab es auch, sehr schön. Das ist ja gut. Ich meine, wenn es ein Heavy-Metal-Konzert gewesen wäre, wo es kein Bier gibt, dann hätte ich meine Karte zurückgegeben und um Geld zurückverlangt. Wo sind wir denn bitte? So, Zonengebiet. Anbauzone dann. Wer einmal. 11x11 ist es, glaube ich. 11x11 und dann die Ecken weg. War das nicht so? Ja, wa? Ja, wa? Warum? Holzboden! Achso, das sehe ich natürlich nicht mehr. Ah, weil ich da einen Boden hingebaut habe. Upsi. Mein Fehler. Können wir den bitte. Wie kann ich den Boden wegmachen? Böden. Böden? Böden weg damit. Boden entfernen. There you go. Weg mit dem Schmarren. Außerdem ist das jetzt nicht 11x11. By the way. So, das wird jetzt auch 11x11. Ihr habt das voll im Griff. Du musst aber jetzt weg, Zonen löschen. Zonen verkleinern, ja. Oder was auch immer. Löschen, verkleinern. Wie auch immer es du nennen willst. Oder du es nennen willst. By the way, das ist die gleiche Zone von vorher. So geht's natürlich nicht. Okay, ja, da bleiben mal Kartoffeln angepflanzt und den Rest machen wir nachher, wenn der Boden weg ist. Yes. This is good for now. Ich brauche dann natürlich Strom und so, aber es ist mir eigentlich ganz recht, wenn die am Anfang noch nicht am Strom hängen unbedingt. Weil sonst bescheinen sie ja alles, wenn es eh noch nichts bringt. Iced Earth kenne ich nicht. Oh, ich Metal nochmal an den Mann. Heavy Metal. Das ist ein Death Metal. Wobei ich höre nicht mehr so viel Musik momentan. Aber in meinen jungen Jahren. So, machen eigentlich alle das? Okay, ein paar schlafen. Fair enough, fair enough. Ist meine Verteidigung in Ordnung? Ja, ist okay momentan. Ist irgendwo auch ein Loch drin oder so? Nöp. Nicht, dass ich sehen würde. Die sollten wir natürlich auch länger machen, aber wie gesagt. Ich glaube, wir haben das letzte Mal gesagt, wir machen unser kleines Gewächshaus. Gewächshaus nennt sich das ganze Gummibaum. Wobei, das sollte eigentlich aus Glas sein und die Sonne soll trotzdem reinscheinen. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Oh, stimmt, es ist ja auch noch so kacke heiß. Oh mein Gott. Ja, und wenn es noch so ein. Wenn es. Oh, der Heavy Metal Konzert im Sommer im drinnen ist nicht schön. Wobei, ich meine, irgendwann ist es dann eh schon wurscht. Aber. Das ist übel. Das ist schon übel, das muss man zugeben. 55 Bauteile haben wir, das finde ich schön. Jo, auf geht's. Ich meine, das dauert natürlich jetzt ewig. Wer kann sonst noch so bauen? Yuki könnte bauen. Wir haben genug zu essen. Holy shit. Ah ja, weil wir momentan noch Kartoffeln haben. Fleisch haben wir nicht mehr so viel. Gibt's noch einen Jäger? Innen habe ich doch dazu bekommen. Wer jagt momentan? Zwei Leute jagen. Holy fuck. Da liegt aber noch allerlei Getier herum. Ja, nein. Wie fein. Yuki kann genug kochen. Was habe ich dir als oberes Limit gegeben? 40. Ah, es gefällt mir. Wir können uns schon. Wir müssen uns halt wieder einen Researcher aufreißen, bald einmal. Eine neugierige Persönlichkeit. Aber ich glaube, dann haben wir so die schlimmsten Sachen erledigt, wenn wir das Gewächshaus zum Laufen bringen. Ich muss halt immer noch wissen, wie viel. Kannst du das mal kurz fertig machen, nur damit ich weiß, wie viel Strom das Ding braucht? Gibt es irgendwo eine Info über Strom? Ich glaube leider nicht. Also ohne Mod oder so. Weil es wäre schon nett zu wissen, wie man so. Ja, habe ich nicht? Achso, ich habe es dem Nick gesagt, oder? Genau. Und Grüne baut auch gerne. Ja, Joints ist. Das Oberlimit für Joints ist. Okay. Schauen wir mal. 2900 Watt! Okay, disregard. Wir haben nicht annähernd genug Strom. Upsi. Okay. Holy fuck. Jo, wir müssen sie ausschalten. Ja, zu schnell. Okay, 2900 Watt. Sogar das Geothermalkraftwerk macht mal 3600. Also mit dem Geothermalkraftwerk alleine können wir gerade mal eine betreiben. Was macht ihr, Burschen, hier? Null Watt momentan. Ja, es ist dunkel. Okay, wir brauchen immer noch, wie nennt sich das Ganze, Shitloads mehr Strom. Gibt's irgendwo noch in der Nähe einen Geysir? Okay, ist vielleicht problematisch. Vielleicht ist nicht so. War das immer so schlimm? Es ist mega schlimm. Ich habe nicht genug Stahl für den ganzen Scheiß. Shit, ich brauche mehr Stahl. Ja, ich meine, es ist egal. Wir brauchen sowieso viel mehr. Wir brauchen noch mehr. Okay, wir brauchen mal mehr Stahl für den Moment. Ich meine, es ist trotzdem gut. Okay, da liegt aber noch ziemlich viel rum. Es ist trotzdem gut, dass wir anfangen, das Ganze zu bauen, damit wir mal drauf kommen, wie viel uns eigentlich noch fehlt. Aber ich muss drauf schauen, dass diese Sonnenlampen, wenn sie gebaut werden, mal erstens ausgeschalten werden. Bis wir den nötigen Strom aufgetrieben haben. Für die Dinger. Ich meine, Heizung müssen wir auch noch reinbauen, aber das fällt ja gar nicht mehr ins Gewicht. 175 Watt im Gegensatz zu 2900. Ah, der Winter hat erst gerade angefangen. Wie nett. Wir sind erst im 1. Dezember. Und bald auch wieder fleißig Steine hergestellt werden müssen. Das möchte ich auch bald einmal. Yo, wieso holt eigentlich das keiner ab? Ich meine, es ist eh gefroren, von dem ist es relativ wurscht. Verrottet, weil nicht überdacht, aber das ist schon ein bisschen eine Verschwendung. Du trägst schon eine tote Ratte. Hey, du trägst auch das tote Rentier. Und dann müssen wir natürlich, wie laufen alle meine Fallen? Was, die sind noch nicht mal gebaut hier? Yo! Haben wir nicht genug Kalkstein? What's going on? Wie viel anderen Scheiß in Auftrag gegeben ist, aussieht. Muss ich mal Grüne sagen oder Nick, dass er sich da mehr drum kümmern soll. Und mein Nick ist jetzt eh größtenteils mit Bauen beschäftigt, oder?
Einer bei Bauen ist zwei, ja. Du bist unser Konstrukteur im Winter, solange die Dinger halt hier nicht gepflanzt werden können im Winter. Darfst noch gerne essen? Trägt leckere Mahlzeit, sure. Nein, du baust jetzt zuerst eine Falle, bevor du eine künstliche Sonne baust. Die Fallen haben nämlich den großen Vorteil, dass sie keinen Strom verbrauchen. Wunderbar, und dann baust du das noch. Dann fühle ich mich wieder etwas sicherer. Noch nicht wirklich sicher, aber etwas sicherer. Kann ich gierig werden. Etwas sicherer ist doch schon sehr schön. Das soll ich dann vielleicht nach hinten verschieben. Ist ein bisschen nah dran, actually. Das machen wir nachher. Sobald wir das mal aufgebaut haben. Grüner hat nett weiter Stahl abgebaut. Ich glaube, wir brauchen noch weit mehr Stahl für den ganzen Strom, den ich benötigen werde. Wo ist denn das nächste Stahl verkommen? Auf tote Leute. Oh, da. Das ist ein bisschen geschissen. Das ist im Sumpf. Aber das... findet jetzt nicht allzu kacke, wenn... oder... das heißt ihr. Ich hoffe, Grüne findet das nicht allzu kacke, wenn er durch einen Sumpf warten muss. Und ich hoffe, er wird nicht krank davon oder so. Aber die ganzen Bakterien sind doch eh tiefgefroren. Ist fein. Wieso ist da kein Eis drauf? Yo. Nope. Strom ein, aus. Haben wir keinen Strom für irgendwas mehr. Sehr cool. Es nimmt langsam Gestalt an hier. Das freut mich auch. Aber es dauert halt alles ein Weilchen. Wie schauen wir aus mit dem Fleisch? Ja, easy. Wir haben ja noch ein Rentier hier drin. Ich wollte auch ein paar Zähmen, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt mit so wenig arbeiten. Wer ist Tierpflege? Tomo. Ja, du machst Transport reinigen, wenn du nicht Tierpflege. Habe ich schon mal einen Auftrag gegeben, irgendwas zu zähmen? Ich glaube, irgendwelche Buffalos wollte ich mal. Muffalos meine ich mit Buffalos wollte ich mal zähmen. Wieso gibt es nur männliche? Was ist das für ein Würstelfest hier? Finde ich nicht okay. Ohne Weibchen, was mache ich? Dann kommen ja keine neuen. Grüne scheint es nicht so sehr zu stören im Sumpf. Wie geht es dir so vom Bedürfnis her? Brottende Leiche gesehen. Ja, du musst halt immer da vorbeilaufen. Das ist nicht optimal. Ich gebe es zu, aber mein Gott. Bitte lässt sich davon auch etwas mitnehmen. Muss ich das nicht zu Herzen nehmen? Die haben es alle verdient. Die haben uns alle angegriffen. Wollten uns versklaven. Oder unsere Organe entnehmen. Oder was auch immer. Oder einfach nur schlägern. Ist ja eigentlich egal was. Sie sind hergekommen und wir wollten sie nicht da haben. Damit haben sie klar den Tod verdient, würde ich sagen. Und ich meine, mit bewaffnet und uns angreifend. Verrottet aber, würde nicht verderben. Angefragte Karawane, yo, wir machen gar keine Karawane. Sieht aus wie Amazon oder so. Hey. Warum holt das niemand? Ja gut, das können wir später auch noch holen. Das verrottet ja nicht. Plastahl kann nämlich schon sehr gut sein, wenn wir dann Multi-Analyzer brauchen. Aber wir sind ja noch nicht einmal bei... Yo, Puma, kannst du nicht mein Essen essen? Vielleicht müssen wir den Puma jagen gehen. Ja, wo ist dieser Puma? Tod in 22 Stunden. Können wir den kurz schießen gehen? Vielleicht? Tomo? Trägt Stahl. Ich meine, das ist auch sehr löblich. Wenn du damit fertig bist, kannst du vielleicht kurz den Puma schießen gehen? Du bist gestresst. Trägt Ratte tot zu... Puma retten? Jage Puma. Ah, okay. Nein, nicht retten. Jagen sollst du. Ein böser Puma. Jo, was ist das hier? War das ich? Hey, wer hat denn das da dahin gebaut? Schieferwand. Oh.
Nice. Puma erledigt, wunderbar. Ist schön, wenn die Viecher von alleine krepieren und man sie nicht mal jagen muss. Die Leichen häufen sich aber bei dir. Was willst du damit sagen? Ich bin unschuldig. Friedlich ist es nur so passiert. Sie sind alle in meine Fallen gelaufen. Sie haben die Augen nicht aufgesperrt. Wieso ist die Falle jetzt auf einmal immer weg? Kann man die nicht mehr nachladen? Man muss sie immer neu bauen? Oder what the fuck is going on? Ich hab die doch schon gebaut gehabt. Und da ist ein Blutding, so wie wenn da gerade wer drauf gestorben ist. Muss ich die jetzt jedes Mal neu bauen? Aber es ist schon der Stein da, oder was? I don't get it. Okay, das sind Yo, wart ihr nicht gerade vorher noch da? Shit. Okay, ich bleibe mal hier mit dem Bildschirm. Okay. Hört auf, Zusammenbrüche zu bekommen. Snare. Yo, ich habe gesagt, hört auf, Zusammenbrüche zu bekommen. Es ist so schwer daran zu verstehen. Was ist überhaupt Tomo? Tomo, okay, Moment mal. Ich muss noch kurz immer meinen Blick drauf behalten, damit ich mir sicher bin, dass ich nicht verrückt werde. Okay, wir haben alle Fallen vollständig hier. Wenn jetzt dann wieder eine weg ist, dann hat sich irgendwas geändert. Wie sieht's da oben aus? Da ist alles cool. Tomo. What's your problem? Verrottende Leichen, immer die Leichen. In der Kälte geschlafen? Ist kalt, oder? Was heißt hier kalt? 12 Grad, eh gemütlich. Ist deine Decke auch noch? 9 Grad, ja, mein Gott. Da ist halb so schlimm. Wieso hast du da minus 16 Grad drin? Wow! Upsi. Yuki ist alles wurscht, obwohl sie tatsächlich in der Kälte schläft. Ey. Du musst keinen Strom haben, bitte. Was ist das hier? Ja, den trägst du. Du bist aber weit gegangen. Ich glaube, die lag irgendwie ganz rechts unten oder so. Was machst du gerade? Hat Sex. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nice. Sehr informativ. Aber du musst jetzt dann das bauen hier, bitte. Ich meine nicht, dass ich dich bei wichtigen Dingen unterbrechen wollen würde. Ja, Nick. Ruht sich mit anderen aus? Bullshit machst du. Du brauchst eine Lüftung, Junge. Sehr schön. Sind alle noch da? Die ganzen Fallen. Rentiere, ich würde schon gerne. Ich meine, Muffalos wären cool, aber wir sind da. Wir sollten schon mal Rentiere ein bisschen zähmen probieren. Ein Männlein und ein Weiblein. Und dann brauchen wir auch lustigere Sachen zu tun. Haben wir eigentlich irgendwo noch unseren... Ja, wir haben da noch irgendwo. Der steht da hinter dem Baum. Unser Holzhufeisenstab. Ich meine, fertig gebaut ist es jetzt dann bald. Yo, Strom da mal auch aus. Zico, was machst du gerade? Legt Schalt um. Sehr löblich. Sehr löblich. Hast du jetzt einen Trauma vom Schalter zusammen umlegen oder was? Nein, Tomo ist schon wieder deppert. Ja, wenn du immer noch irgendwo ans Ende der Karte läufst, kann ich auch nichts dafür. Haben wir jetzt nie Sonne im Winter oder ist es nur immer zufällig, wenn ich da bin? Ist gerade... Also es ist gerade Nacht. Oh, makes sense. Makes sense. Bist du schon wieder von ihnen das... Blockiert durch Kiefer. Das nervt mich auch. Okay, mach mal den ganzen Scheiß hier weg. Nummer 1. Nur damit das mal klar wäre.
Dann, das geht sich genauso aus. Habe ich das geplant gehabt? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so vorausschauen darf. Strom. Das geht natürlich nicht. Ah ja, dann kann man immer noch vorbei, easy. Tja. Mal eine zweite Windturbine und dann brauchen wir einfach noch haufenweise Solaranlagen. Und dann hätte er noch 5000 Batterien und dann geht es sich vielleicht langsam aus. Zwei dahin. Ja, da kann ich jetzt keine reinhauen, leider. Kinda sad. Wie kriege ich denn da am meisten Batterien dran? 1, 2, 3. Krieg ich da keine mehr bauen. 1, 2. Ich meine, da könnten wir sie so übereinander bauen, aber dann komme ich an die nicht mehr dran, wenn sie. Dann bauen wir auch noch eine Tür auch rein. Okay, I got this. Wir bauen aber einmal nur 3. 5 meine ich. Ist alles wichtig. Yo, Krankheit, Grippe. Ja gut, ist kalt, ich gebe es zu. Können wir die bitte alle kurz behandeln? Ich möchte, dass sie behandelt werden. Grippe ist normalerweise nicht so schlimm. Aber wer weiß. Immunität für 38 momentan. Leute mit Grippe. Kurz mal vollständig. Ja. Tomo zum Ort springen. Ja. Hau dich rein hier mal. Schlaf bis vollständig geheilt. Yuki selber ist an Grippe erkrankt. Yuki, das ist jetzt halt eher schlecht, dass du an Grippe erkrankst. Lass aber mal alles stehen und liegen. Wer ist unser zweiter Arzt? Grüne, warte mal. Wieso bist du jetzt auf 1 auf einmal? Sei nicht auf 1. 2 Vierer. Ja, aber Grüne. Oder warte, hat Grüne auch Grippe? Grüne? Habe ich dich hier noch? Hast du Grippe? Du hast keine Grippe. Nur ein bisschen langsam. Ist okay. Geh mal Yuki behandeln. Und Nick, du kannst mal Tomo behandeln gehen. Das ist jetzt der Unterschied in Sachen Kompetenz zwischen den beiden ist nicht groß genug, dass ich jetzt unbedingt alles Nick vorbehalten will. Oder Grüne. Whoever. Ich meine, die sollten schon auch mit Grippe eigentlich rumlaufen können. Ich will nur sicher gehen, dass. Ich will jetzt nicht, dass mir noch wer im Grippe stirbt hier, das wäre ja lächerlich. Ey! Yo! Geht die fucking Grippe schneller hoch als. Nein, die Immunität geht schneller, aber nicht so schnell? Okay, maybe vielleicht. Na, doch. Die geht eindeutig schneller hoch. Wie schaut's bei dir aus? Permanente Schussverletzung im rechten Auge. Stell ich mir auch nicht nett vor. Auch Platzsucht im Zug? Wieso hast du so viel Rauchblatt-Joints? Wie kann man da einen Zug haben? Nur wenn man kurz keinem gezogen hast? Manche Leute kriegen schon ein bisschen schnell einen Zug. Das Schlimme ist auch nicht. Rennt ihr Kuh dreht durch? Oh nein, hat sie ihn versucht zu zähmen? Nein, die dreht einfach so durch. Einfach genug vom Leben. Ich stelle mir das sicher manchmal scheiße vor, Rentier zu sein. Bist du in der blöden Kälte die ganze Zeit? Irgendein blöder Rentierbock geht dir auf die Pelle und dann schießen noch irgendwelche Leute auf dich. Und der Weihnachtsmann verwendet dich als billige Arbeitskraft. Ja, die scheiß Fallen sind einfach weg, wenn sie getriggert werden auf einmal. Ist das gewollt oder ist das ein Bug, ist die Frage. Das weiß ich halt nicht sicher. Entweder ist das ist halt jetzt schwer zu sehen, weil sie immer sagen, dass es Bugs geben kann und natürlich dann noch, wenn man so viele Versionen überspannend spielt, wie ich gerade, dieses Let's Play hier oder diesen Stream, besser gesagt. Primär ein Stream und sekundär ein Let's Play. Aber vielleicht ist es auch gewollt, dass man die jedes Mal neu bauen muss, weil die Fallen sonst schon ein bisschen overpowered sind. Inner könnte trotzdem kurz die tote Rentierkuh holen gehen, bitte. Und Nick trägt Stahl zur Solaranlage. Das muss natürlich auch gemacht werden. Trägt Stahl zur Batterie. Ja, es ist schon richtig, dass das alles getan werden muss, aber entfernt Geröll, das muss nicht getan werden. Trag mal die Rentierkuh dorthin, wo sie dann auch verarbeitet werden kann zu Rentierwurst. Ja, und Inner muss sich um unsere Kranken hier kümmern. Nick und Grüne. Ihr könnt nicht die ganze Zeit nur in der Gegend rumbauen. Das soll heißen, du bist nicht verletzt. Also, du wurdest schon behandelt. So geil steht es aber bei dir nicht um die Immunität, muss man sagen. Bei niemandem von euch.
Wenn ich da nicht aufpasse, dann krepiert doch noch wer dran. Na gut, Yuki ist relativ schön aus dem Schneider. Oh, was hat uns die Vorratskapsel gebracht? Ist auch noch eine gute Frage. Ein Haufen Kraftstoff. Wie Benzin. Das ist nett. Kann man sicher irgendwann brauchen. Für den Moment brauche ich es nicht wirklich, aber ich würde es mir gerne holen. Dann rennt nur wieder Tomo runter und kriegt einen fucking Zusammenbruch. Grüne kriegt, was ist denn dein Problem schon wieder? Immer die Leichen, okay? Irgendwann müssen wir da einen Zaun rumbauen. So geht's nicht weiter. Ich hab immer Auszucker bekommen, nur weil sie ein paar Leichen sehen. Sind eh tiefgefroren. Stinken nicht mal. Ein Haufen Prinzessinnen und Prinzen. Ja, bauen wir mal eine Wand rundherum. Sehen sie sie nicht mehr so genau. Außer jetzt werden sie die Wand bauen. Wie schauen wir aus mit dem Strom? Hm. Jetzt kommt man dann eigentlich. Könnt ihr über Solaranlagen drüber gehen? Ist auch eine gute Frage, weil sonst komme ich nie wieder da dran. Ah ja, und die Dinger müssen auch abgerissen werden. Ja! Oh, Grüne, das ist schon wieder dein Problem. Die Leichen. Lass mich raten. Die Leichen. Wurde beleidigt. In Dunkelheit. Ja, es ist halt auch 3 Uhr in der Früh. Was erwartest du? Dein Freund ist gestorben? Ohne Tisch gegessen, da bist du jetzt wirklich selber schuld. Wir haben so einen schönen Tisch hier. Wir haben 4 Stühlen und 3 von euch liegen eh die ganze Zeit nur im Bett herum. Yo, Yuki, you done? 69. Oh, really? Aber wenigstens machst du den Job, den die anderen eigentlich machen sollten. Das ist zumindest etwas. Ja, ich habe ein bisschen viel Bautätigkeit in Auftrag gegeben, habe ich das Gefühl. Behandlung benötigt. Yuki? Ja. Könnt ihr beide mal aufhören zu schlafen und Yuki behandeln stattdessen? Ich will euch allerdings auch nicht aufwecken. Ja, Yuki, stop it. Bitte, Thomas, hör auf, dich die ganze Zeit um die anderen zu kümmern. Du musst doch mal auf dich selbst aufpassen. Was bist du eigentlich für ein Psychopath hier? Dich selbst aufopfernder Psychopath. Grüne. Was ist mit euch, bitte? Du gehst. Ja, das ist mir aufgefallen. Wieso gehen die jetzt alle durch mich durch? Nicht, dass jetzt plötzlich einer deppert wird. Rauchblattexzess. Yuki! Nicht, wenn du Grippe hast! Wir sind sehr bald verblutet, oder? 50 Stunden, aber zuerst machst du mir da noch ein paar Fallen kaputt, du blödes Rentier. Jetzt schafft er plötzlich allen Fallen auszuweichen. Holy fuck. Ich meine, du bist so gut wie tot. Du bist in 7 Stunden tot. Jetzt nicht weglaufen auf einmal. Oh mein Gott, da wäre noch eins gewesen. Ey, tiefgekühlt. Ey, können wir noch holen. Das ist das Schöne am Winter. Okay, Yuki kriegt einen Auszucker. Trage mal den toten Elche. Yo, Silco, trage mal das tote Rentier. Nein, nicht reinige das Blut. Trage die Rentierkuh. Und dann müssen wir jetzt mal schnellstens die Fallen wieder aufbauen. Kann ich wieder aufhören, alles voll zu bluten? Wenn ich das alles rotete anstreichen wollen, hätte ich schon gemacht. Solche unhöflichen Rentiere. Baut sie mir auch die Fallen mal wieder auf, sonst wird's noch schlimmer alles. Nick-Drohne. Was geht sie jetzt auch da, du verdammten Muffelos? Ja. Die hätte ich zähmen sollen, ja, ist vorbei. Du wirst aber jetzt gejagt, weil du mir all meine Fallen kaputt gemacht hast und es deswegen verdient hast zu sterben. Offensichtlich. Jo, Grüne, was machst du? Wie geht's euch beiden? Schon wieder ein Zusammenbruch. 79% Immunität. Nahrungsmangel. Trivial. 70% ist fein. Wie schlimm steht's um dich jetzt, nachdem du dich deinem Exzess hin, überhaupt nicht schlimm, hingegeben hast? Das passt schon.
Der isst lieber, statt irgendwie zu arbeiten. Das ist auch immer schön. Ja, wenigstens werden sie langsam wieder aufgebaut. Aber es verwirrt mich leicht. Wir brauchen ja unglaublich viel Stein, wenn wir die blöde Falle jedes Mal wieder neu bauen müssen. Was? Zusammenbruch, leicht Obsession. Tomo ist innerlich zerbrochen. Das hört sich ja schlecht ab. Und hat eine Obsession für Leichen entwickelt. Sie wird eine Leiche ausgraben, sodass jeder sie sehen kann. Holy fuck. Das ist some psycho bullshit. Und es gibt nur eine Leiche, die man ausgraben kann. Nämlich die von... Wie ist sie? Ich weiß es nicht mehr. Oh no. Oh shit. Sarai. Oh no. Tomo. Stop it. Es liegt doch eh schon genug Blut rum. Auf den Tisch hat sie sie gelegt. Dann kannst du sie auch gleich essen. Bist du jetzt fertig? Ja. Yo, ich meine, das hat viel gebracht. Dann tragst du wieder zurück, du Trottel. In das Grab. Drittes Bier? Sehr mutig. Ich bin immer noch beim zweiten, aber ich muss schließlich auch spielen. Das ist so unnötig von dir, Tomo. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. So, wir sind bald mit unseren Strombeschaffungsmaßnahmen weitergekommen. Ja, warte mal. Nein, gell, du bist da. Das ist eigentlich schlau. Der ganze Scheiß hier muss auch noch abgehakt werden. Leute, das ist alles in so einem schönen Windrad im Weg. Das geht so nicht. Man zuerst mal Befehle, Holzhack. Und dann Pflanzen entfernen. Du musst auch irgendwer putzen. Silko, du bist doch eigentlich der entfernt Blut. Hast ein bisschen viel zu tun, das verstehe ich. Extremes Problem hier. Was ist denn extremes Problem? Rauchblattentzug unternährt, starke. Ja, dann geh halt mal. Geh mal was essen. Aber Dad, dieses. Ich meine, ich habe dir gesagt, du darfst nicht, aber es ist okay. Man muss auch nicht immer auf mich hören. Ja, dann geh ein Joint rauchen, dann geht's dir auch wieder besser. Bevor du jetzt so einen Mega-Auszug bekommst, gehst du... Ja, rauch. Ja, geh was rauchen. Grippe ist schwer, kein Problem. Hau dich ein bisschen ein. Geht's wieder viel besser. Nahrungsmangel trivial, du hast doch gerade was gegessen gehabt. Ja, nur nochmal 74% und 92%. Fein. You fine. Was ist mit Tomo? Haben wir jetzt zu wenig zu essen? Wir haben hier 20. Haben wir zu wenig Fleisch? Nein, was ist los? Was bist du schon wieder? Der ist auch am Simulieren die ganze Zeit nur. Oder sie. Was bist du? Sie oder er? Weiblich, sie. Du bist schon immun. Sehr gut. Yuki mal wieder die richtige Arbeitskraft. Sie hat's drauf. Der Rest sind nur ein paar Memmen. Deine vier alten... Da, okay. Ja, das weiß ich noch nicht. Gott sei Dank. 4 Tage alte Tochter, aber Gratulation! Stammesmittel der Fraktionssippe der Mabaros in der Nähe aufgedacht. Sie greifen sofort an. Yo, Leute! Ja, okay, ist jetzt hier scheiße. Aber, wie viele von meinen... Ich habe hier überhaupt keine Fallen mehr! Geht so nicht, Leute. Es geht so nicht! Nein, du kommst mal nein. Ist mir jetzt egal, ob ihr Grippe habt oder nicht, das wird jetzt geschossen. Ja, okay, Tom, bist du der mit dem... Nee, wer hat ein leichtes? Nick hat ein leichtes zusammen. Okay. Alle kommen schießen. Du hast nichts. Bist du zusammengebrochen oder was? Oder wo ist deine Waffe hin? Du hast... Bist du eigentlich super im Fernkampf? Warum hast du keine Waffe momentan? Ist das diesmal passiert oder letztes Mal? Na, ist ja auch egal. Wo finden wir dir ein schönes Gewehrchen? Normal? Ja, geh mal die leichte Maschinenpistole aus. Schießrausch! Hm, Damex, das ist gerade eigentlich sehr, sehr, sehr gutes Timing von dir. Muss man zugeben. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Okay, wir können mal auf normale Geschwindigkeit.
Wow, die Falle hat es aber in sich gehabt. Das ist eine sehr effiziente Falle, muss ich sagen. Dafür, dass ich nur eine hatte da. Vielleicht haben sie die Fallen besser gemacht dabei. Ja, komm, sie pushen. Und Mädels. Tomo, Mädels vor allem. Du bist ein Schießrausch. Let's go. Bam. Okay. Wer hat schon wieder alles? Du hast die Grippe. Du hast die Grippe. Juki habe ich gar nicht verdonnert. Hätte auch die Grippe gehabt, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Grüne macht den Rest hier. Grüne erledigt den Rest. Wobei, wir brauchen noch jemanden. Nick und Grüne. Silko geht dabei wieder putzen. Weil sonst passiert hier wieder nichts. Geh mal schießen. Wo habe ich dir gesagt zu singen? Oh, deswegen. Das nennt sich dann wohl Kreuzfall. Jo, Fasane, bist du zufällig toll im geistige Arbeit? Hat er zumindest ein Dingsbumsi drin und ansonsten ist er auch nicht schlecht, muss man sagen. Was ist mit dir? Na, weißt was? Den checken wir uns einmal. Wir haben eh noch irgendwo. Wir haben noch Prisoner Beds. Du bist tot. Wonderful. Lass mal wieder ein bisschen laufen, aber dass diese Fallen immer noch aufgebaut werden müssen, ist schon ziemlich, ziemlich schlimm, muss ich sagen. Tut schon ein bisschen weh. Yo, shit. Du musst auch mal nicht mehr unbedingt kämpfen. Geht's dir immer noch mit der Grippe, nämlich Immunität 90%. Tomo war der die andere 91%. Okay, sollte eigentlich gut laufen. Müssen die Leute nur ein Haufen Zeug bauen. Ich habe auch ziemlich viel in Auftrag gegeben. Zugegebenermaßen, wir haben auch ziemlich viele Bauteile verbraucht. Ich hoffe nicht, dass uns das noch auf den Kopf fällt, aber eben, damit wir das Gewächshaus zum Laufen bringen, brauchen wir halt mega viel Strom. Renzi wurde ganz von selber zahm. Nur das eine? Nur das eine. Jetzt sind wir ein männliches Rentier, jetzt brauchen wir wirklich nur noch ein Rentier-Kuh. Dann sehen wir mal da. Ist so voll Blut hier. Medizinischer Notfall? Wieso? Thomas, yo. Ich dachte, das geht schon mit der Grippe hier. Extrem, du bist auf 83, 96% Immunität. Kein Problem. Ich gebe jetzt mal nichts Neues in Auftrag, damit mal das ganze Zeug, das ich schon in Auftrag gegeben habe, gemacht wird. Vor allem die Fallen hier. Aber es ist voll scheiße, weil das sind jetzt alles Sandsteinfallen, oder? Und da habe ich dann nicht mehr genug Stein dafür. Wenn das alles jetzt ernten. Na gut, das sind Kalksteinfallen jetzt. Aber das macht mega viel. Das macht das Micromanagement viel größer, wenn man die jedes Mal neu bauen muss und dann neues Material braucht, weil das Material ja dann nicht mehr unbedingt vorhanden ist, nur weil die Falle ausgelöst wurde. Okay, das kann scheinbar nicht gesmoothed werden von da. Das ist okay. Ich würde trotzdem gerne hier noch die Pläne mal kurz wegmachen, weil das sieht hässlich aus. Ich muss echt mal dahin schauen, wenn es nicht Nacht ist im Winter. Ja, mach mal kurz die ganzen Bäume hier weg, bitte. What the? Boomerjagd, fucking Tomo? Boomer auf Tomo zu jagen. Tomo! Hey, wo ist der Eingang zu mir? Tomo, du bist ein bisschen weit draußen, ne? Trainiert Rentier, da wird nichts trainiert, da wird gelaufen! Was die Beine hergeben.
Leute, wir müssen jetzt da Tomo helfen gehen. Die bringt sich da oben noch rum. Ich meine, bis Grüne da ist, hat der Boomer Tomo fünfmal gefressen. Weil das ist echt das Schlimmste, wenn die Tiere die Kolonisten jagen. Weil die wollen sie ja dann fressen. Das heißt, die killen sie innerhalb kürzester Zeit, sobald sie mal hinkommen. Ja, Tomo. Er ist aber schneller als fucking Tomo. Tomo, hast du ihn denn? Bist du... Der Mittelzeh ist abgeschlagen. Yo, Tomo, du bist viel zu lahm. Du bist so viel zu lahm. Yo, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tomo wird sterben. Nein! Lass Tomo in Ruhe. Du. Kann man mal auf dich schießen oder so? Ich glaube, ich hätte von Anfang an auf ihn schießen sollen. Dann wäre er vielleicht weggerannt, wenn ich mich gewehrt hätte. Fuck, im Nahkampf krieg... Oh, this is gonna be horrible. Wie weit kommt sie noch, bevor sie... Ja, überhaupt nicht weit. Die kommt vielleicht doch bis dahin. Bis meine Leute da oben sind, ist sie längst gefressen. Oh, shit. Ich glaube, ich hätte gleich auf sie schießen sollen. Also, sie auf ihn schießen lassen sollen. Auf sie! Das ist ein weiblicher Puma. Ja, no chance. No chance. Scheiß, Tomo! Ja, jetzt wird sie gefressen. Das ist so ein Bullshit! Damn it! Aber da, ja, ich glaube, wenn ich vom Puma geschossen hätte, dann hätte es vielleicht geklappt. Fucking Puma! Fucking, you know what? Drecks Puma. Ich kann jetzt nicht noch eine fucking Kolonistin verlieren. Danke. Okay. Okay, lieber Puma, du wirst sehen, was du davon hast. Grüne kannst du noch langsamer sein, das hält mir im Kopf nicht aus. Wo ist der jetzt? Ja, jetzt geht er schlafen, das glaube ich auch, ein blödes Vieh. Grab fucked, boy. Ich meine girl. Punkt war weniger das Geschlecht als der get fucked Punkt. Beschießen, alle! Schieß das blöde Vieh tot! Pumas sind aber jetzt nicht mehr erlaubt hier. Blöde Drecks-Pumas. Gibt's noch mehr Pumas? Einzige Puma. Blöder Puma. Blöder Puma! wer kann jagen? Sehr gut, kann jagen. Okay. Kurze Arbeitsteilung. Ja. Wir brauchen auch noch ein Grab. Sehr gut. Jag den blöden Puma. Können wir wenigstens den Fleisch auch noch. Jage Puma. Rest Holzzeuge. Wir brauchen schon wieder ein neues Grab auch noch jetzt. Nur in den blöden Puma. Damn it! Ich hoffe, niemand hat dich zu gern gehabt, Tomo. So ärgerlich. Was ist jetzt extrem? Warum? Wer? Mochte wer Tomo? Warte mal, war Tomo mit dem zusammen? Oh nein, es sind Nick und Dino. Gott sei Dank. Alle drei! Nur wegen Toten... Ah, come on. What's your problem? Schläfrig, krank, leichter Erholungsmangel. Wurde beleidigt. Kolonist gestorben. Okay, ist nicht so schlimm. Minus drei. Fein. Who cares? Kälte geschlafen ist jetzt schon wieder so... Ist 11 Grad da drin. Ist überhaupt nicht so kalt. Okay, ich glaube, es sollte jeder eine Heizung bekommen. Bald einmal. Grüne, stop it. Und nimm das Gewehr mit. Wenn wir schon dabei sind. Hunger. Ja, Grüne, du brauchst halt auch immer ewig, bis du dann wieder unten bist. Das Putzen wird langsam zum leichten Problem. oh no. Wer ist jetzt schon wieder in eine Falle gestolpert? Wie soll ich hier... Okay, wir können keine Fallen mehr haben, scheinbar. Diese Strategie funktioniert nicht mehr. Weil die Fallen einfach... Die ganze Zeit wieder aufbauen, benötigt zu viel Energie. Ich hoffe ehrlich, sie machen eher die Fallen wieder teurer oder so, also wenn das eine beabsichtigte Änderung ist. Weil so viel Stein kann man ja gar nicht schlagen, wie man bräuchte, damit man jedes Mal wieder die Fallen neu macht, wenn die ganze Zeit die Viecher drüber stolpern.
Wer das schöpft? Großhändler! Ich meine, da können wir uns schon mal was anschauen, aber... 20 begeistert bin ich davon auch nicht. Ich habe noch nicht gesagt, dass man Fasane anwerben soll, nicht? 73% ist nicht so schlimm. Ja, man soll Fasane bitte anwerben. Okay, wir haben jetzt recht viel Strom mittlerweile. Jo, der ganze Scheiß hier muss weg. Wir sind immer noch blockiert, du. Und eine depperte Kiefer hier. Wir müssen eh Holzboden drumherum bauen. Vielleicht sollte ich das in Auftrag geben und dann gibt es das Problem überhaupt nicht mehr. Moment mal, sag mal her. Machen wir Boden. Kriegen wir wieder ein bisschen Holz zurück. Ja, aber Holzboden für den ganzen Schaden hier. Ich will nicht das Problem haben, dass die Windräder die ganze Zeit blockiert sind. Mit euch sollte ich schon durchaus reden. Tomo hat niemand das Grab gebaut? Bau mal ein kurzes Grab hier, Nick. Jo, Nick. Nein. Baust du gerade das Grab? Besuchst dein Grab, du sollst dein... Ah, bauen, danke. Und, Dene, bitte, wenn du eh schon da bist, trage Tomo und begrab sie, bitte. Und dann, wer ist unser bestes soziales... Unser bestes soziales Wesen? Ah, war das nicht? Aufsehen, ja, ja, ja. Die Mafia-Bossin. Silko putzt fleißig, sehr schön. Wieso bist du schon wieder so lahm? Weil du sowas von high bist die ganze Zeit. Niedrige Gesundheit, Blödsinn, niedrige Gesundheit. Bladelwach ist sie. Ja, gib mir mal die 31 davon. Ist ein bisschen teuer. Hightech-Bauteil brauche ich da nicht. Wir können dir mal wieder ein bisschen Leder. Haben wir nur Rentierleder oder so? Davon haben wir genug. 130, schweres Leder. Im Bärenfell, ja, Bärenfell, guck mal. Großkatzenfell, ich will nichts, was mich an diese blöden Pumas erinnert. Blaufell, keine Ahnung, was das ist. Wären wir auch los. Stahl, kaufen wir keinen. Rauchplatz, ne, so viel haben wir gar nicht davon. Stoffparker, schlecht, kommt weg. Stoffparker, fuck it. Haben wir auch weg. Zahlen wir immer noch ziemlich drauf, aber wir kriegen ein paar Komponenten, was immer gut ist. Und mit ein paar mal ich ziemlich viele. Jo, Inna, kannst du tragen oder mal? Nein, natürlich. Das ist sich wieder zu cool. Jo, nimm die Bauteile mit, bevor wir die wegverrotten. Ja, das nimmt vor allem auch die Zeit von meinen Bauarbeitern dermaßen in Anspruch, diese ganzen Fallen immer neu bauen zu müssen. Und wer hat nochmal bitte? Grüne? Ich denke genug zu essen. Ich will aufhören immer. Und habe ich gerade nicht mehr Heizungen bauen. Ich würde dann gerne mal die Farm, die Lampen einschalten, weil jetzt haben wir da langsam genug Strom. Ich würde nur gerne auch den Boden hier fertig machen, damit die auch immer laufen. Und jetzt warten wir wirklich eh nochmal bis Tages, damit wir mal sehen, wie viel Energie die eigentlich hergeben, die, ich meine, die sogar halb erzeugt, die schon recht viel Leistung, muss ich zugeben. Jetzt, wenn ihr voll ausgelastet seid, Solaranlage. Okay, da kommst du schon auf was. Zumindest über vierstellig. Aber ich meine, ich brauche etwa zwei Solaranlagen. Mindestens zwei Solaranlagen. Mehr als zwei Solaranlagen. Wenn man in Betracht zieht, dass die in der Nacht nicht funktionieren. Um eine solche Sonnenlampe zu betreiben. Wobei, nein, Moment, die schaltet sich nur am Tag ein. Das heißt, ich brauche tatsächlich nur zwei. Ich meine nur, unter Anführungszeichen. Das könnte sich jetzt fast schon ausgehen. Mit dem, was ich bisher gebaut habe. Es ist halt nur blöd, dass wir zwei Kolonisten verloren haben. Der lässt sich momentan auch überhaupt nicht. Lässt sich überhaupt nicht überzeugen momentan. Immer noch Resistance remaining. Seltene Thrombos ist mir jetzt gerade ein bisschen zu steil. Im Moment. Na, jetzt haben wir kein Holz mehr.
Dann müssen wir mal wieder Holz hacken gehen, würde ich sagen. Wenn wir keins mehr haben. Zumindest irgendwo in der Nähe. Ja. Können Sie zumindest überall Holz hacken? Ja, das Fleisch geht uns lang nicht aus. Die wilden Tiere. Der rennt mir jetzt schon wieder in die Fallen rein. Ah nein, das ist mein eigenes Rentier, oder? Ja, okay. Fein. Habe ich mich zu früh aufgeregt. Aber da unten! Diese verdammten Ratten! In einer Natur! Oh, ich brauche eine Katze. Eine Katze bräuchte ich, ehrlich. Hält man ja nicht aus. Hält man ja nicht aus! Die Joints kommen auch nicht so wirklich voran, muss man jetzt ehrlich zugeben. Mann, Nick. Yo. Nicht, dass die Medizin jetzt... Leute, geht die fucking Medizin löschen. Holy fuck, war das knapp. Jetzt hat man gar keine gescheite Medizin mehr gehabt, sondern... Haben wir überhaupt? Wir haben nicht mal mehr. Wir haben keine Kräutermedizin mehr. That is not good. Ja, es sind schon wieder die Fallen, weil die Viecher alle drüber stolpern. Das hält man nicht aus. Ich glaube, ich muss die Fallen jetzt dann mal wegtun, weil das sind die gesamte Zeit meiner Kolonisten in Anspruch auf einmal. Weil man die immer neu bauen muss. Ich bin echt gespannt, ob das... Ich müsste das dann nachher mal googeln. Ob das Absicht ist oder ob das ein Bug ist. Ich weiß es leider nicht genau. Eine Nachricht oder so. Da ist irgendwas Schlimmes passiert? Sorry. Aber war das hin? Niki, bitte. Ich habe die Sprache von meinem Handy auf Englisch eingestellt. Was keine gute Idee ist, wenn man was Deutsches schreiben will. Also nicht absichtlich. Ich habe nur... Es hat sich selber umgestellt auf Englisch. Und jetzt, wollte es mich keine deutschen Wörter schreiben lassen. Und ich war so, what? Wieso? Inna. Das ist ein schlechtes T-Shirt. Haben wir keine T-Shirts mehr? Wie weit ist es gekommen mit uns, dass wir nicht mal mehr T-Shirts haben? Das geht ja nicht. Nee, ein T-Shirt. Zwei Stück. Aber wir haben auch zu wenig Leute mittlerweile, weil sie alle gestorben sind. Jo, kann ich mal... Wieso schläfst du am Boden, du... Nook. Boden. Schläft sie. Was? Hörst du zu? Treibt mir die Killerkugel plötzlich über Dinge, die ich im Stream sage und ich bin völlig verwirrt. WhatsApp. So geht das nicht. Zerrissene Kleidung. Wenig Medizin. Ja, no shit, Sherlock. Und niemand kann das bauen. Was macht sie den ganzen Tag? Du stellst einen Rauchblatt-Joint her, okay. Nick? Du trägst Holz zu Holzboden. Du sollst jetzt hier mal einen fucking Baum fällen. Ah, du entfernst deine Bodenfläche und kriegst du Holz. Okay, damit kann ich mich eigentlich anfreunden. Willst du es nur bitte das ein bisschen mehr so in Bulk machen? Ja, weiter. 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 Was ist denn? Also du bist nachher essen. Okay, jetzt lass ich dich schon essen gehen. Chill! Ja, okay, der Kugel. Schreibe nicht auf WhatsApp, schreibe in den fucking Chat. Das geht so nie.
hoffe, in Kürze sollten sie den Boden hier fertig machen. Das ist aber interessant. Das ist echt hier abstufig. Abstufig? Ich glaube, das ist kein tatsächliches Eigenschaftswort. Aber wie abgestuft das ist, wie der Holzboden mit Schnee überdeckt wird. Weil da ist er völlig überdeckt, da habe ich es nicht mehr gesehen. Und hier ist er so halb überdeckt. Teilweise. Und dann schon auch wieder voll überdeckt. Sehr nett. Trotzdem scheiße, dass die Fallen so sind, wie sie sind. Ich glaube, ich werde wirklich die Fallen los. Ich meine, wenn man die Viecher nicht in die draußen halten kann. Rentiere, Krieger, Tod. Du kannst jetzt nicht auch noch Rentier heißen. Das ist extrem verwirrend. Habe ich C5? Ja, ich habe C5. Ich habe damals auch sehr viel C5 gespielt. Aber ich muss sagen, C6 taugt mir irgendwie besser als C5. Wobei C6 ist auch ein bisschen einfacher auf Gott als C5. Nein, kein Let's Play, weil es ist Civ 6, kurz nachdem ich den Channel angefangen habe, ausgekommen. Und ich bin irgendwie so, dass wenn ich die neueste Version von was spiele, dann reizt es mich nicht so wirklich, eine ältere noch zu spielen. Also drum habe ich jetzt nie ein Civ 5 Let's Play gemacht. Ich glaube, es gibt viele Leute, aber es gab es ja bei Civ 4 auch. Gibt es echt viele Leute, das frage ich mich eigentlich gerade. Gibt es viele Leute, die auf C5 hängen geblieben sind und dann C6 scheiße finden? Weil es gab mega viele, die auf C4 hängen geblieben, hört sich jetzt so negativ an, aber einfach C4 lieber hatten als C5. Aber das verstehe ich mehr, als wenn man C5 lieber hat als C6. Weil die beiden sind sich viel ähnlicher, weil sie irgendwie den großen Umbruch mit One Unit per Tile und so weiter haben sie ja gemacht mit C5. Also C6 ist irgendwie nur mehr vom selben, sozusagen. Okay, ja. Wir machen jetzt hier auch noch die Zonen schnell. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das am coolsten mache. Vielleicht brauche ich gar nicht so viele anbauen, wenn ich die ganze Zeit anbauen kann. Schauen wir mal, wenn ich die ganze Zeit anbauen kann, reicht es dann nicht, wenn wir das dritteln? Aber wie drittelt man 11? Ist eine gute Frage. Wir machen 4... Ich weiß, dass das kein Drittel ist. Wir machen 4... 4, 3. Dann können wir die Lampe zumindest dabei mal ausgeschalten lassen. Was ziemlich viel Strom sparen würde. Dann bist du Baumwolle, du wirst Heilpflanzen. Und du wirst Rauchblatt. Und ihr sitzt bei den Kartoffeln. Und ich meine, wir brauchen eh noch Heizungen da drin auch noch, damit das irgendwie klappt. Und außerdem ist das sowieso zu groß jetzt. Und den Strom muss ich auch durchlaufen lassen. Oh mein Gott, ist schon wieder zu viel. Ich warte noch, bis sie da fertig sind mit dem Holz. Gut, dass es welche gibt, ist klar, aber viele? Weil ich weiß es nicht. Ich meine, was war besser an C5? Ja genau, ich meine, ja, C4 war mega, mega anders als C5. Aber Civ 6 ist eigentlich nur Civ 5 mit Bezirken. Mann, aber ich habe Civ 5 in meinem Kopf, ey. Ich habe so viel gespielt, aber ich habe so viel Civ 6 gespielt seitdem her. Du hast keine Bezirke. Du hast schon Stadtstaaten gehabt. Du hast ähnliche Einheiten. War der Wissenschaftssieg anders? Der Kultursieg war doch auch schon so in die Richtung, oder nicht? Mit Tourismus. Wohl. Da war. Oder nicht Tourismus. Aber mit Archäologie und den ganzen Schaß gab es bei C5 auch schon. Oh, Rettungskapsel war ja. Schon tot. Tot in 6 Stunden. Mundinfektion leicht. Medizin gut, sozial. Na komm. Fein! Get her! Bevor sie stirbt, wer von euch ist schnell? Sehr cool, let's go. Wenn ihr Tierarzt treten.
Was ist mit der Vorratskapsel? Mehr Plastahl. Ich hoffe, Silko schafft das schnell genug. Weil du bist schon ziemlich am Krepieren. Das wird eine knappe Angelegenheit. Ich glaube, das... Nee. Kann sich ausgehen. Nein, wir machen keine Friedensgespräche. Was sie mir denn bitte? Rimbal, hast du mich noch nie Ziv spielen gesehen? Yuki, you gotta get here now. Ja, wir haben leider gerade keine Medizin momentan, was ein bisschen geschissen ist, um eine Wundinfektion zu behandeln. Ich glaube, das wird nichts, oder? Ja, ne, ohne Medizin. Ich nehme die blöde Medizin halt frei dann. Ich glaube, es wird trotzdem... Nein, ich will es jetzt nicht verschwenden, wenn die sowieso stirbt. Und ich glaube, sie stirbt sowieso, um ehrlich zu sein. 40%, wir sind gerade mal auf 21% Immunität. Ja, momentan geht die... es geht auch die Infektion schneller rauf als... Ja, gut, die Behandlungsqualität war natürlich auch ein Schatz, aber... Holen wir das noch ein? Ist jetzt weg die Medizin? Ist mittlerweile komplett weg? Es wird alles übel enden. Ich glaube, wir müssen jetzt die Dinge mal anschalten. So, hier funktioniert es jetzt eh mehr. Wird von nichts mehr geblockt. Okay. Wir schalten. Okay, nein. Zuerst muss ich noch die letzte nötige Infrastruktur bauen. Dann schalten wir ein. Dann machen wir das schlicht so. In der Mitte durch. Und das sind ja eigentlich. So geht es ja eigentlich nicht. Ja. Yeah. Das heißt, es ist, naja, es ist weniger. Ja, vielleicht sollte ich es dann doch so machen wie vorher. Aber irgendwie finde ich gerade die Heilpflanzen wichtiger. Moment. Löschen, löschen, löschen. Alright. Zonegebiet. Anbauzone. Das gesamte hier wird jetzt mal Heilpflanzen. Heilwurzel. Dann hätten wir Anbau... No, stop it. Dann hätten wir Anbauzone... 6 für Baumwolle und dann hätten wir noch mal 5 hier so eine Pflanze wechseln auf Rauchblatt, genau. Und jetzt muss ich noch Zonen löschen kurz. Oder verkleinern, wie es ja heißt. 1, 2, 3, dann werden hier auch 1, 2, 3 weg sein. Dann können wir hier das hier wegmachen. Ich meine, das ist auf der Seite weg und dann auf der nehme ich mal an auch. Moment. Moment. Hier. 1, 2, 3, 4. Warte mal, bis wohin gehst du? Du gehst bis da. Nein, das war Blödsinn von mir. Da habe ich gerade. Scheiße gebaut und da das gleiche, nehme ich mal an. Right. Ja, ja, ja. Zone erweitern. Yes, please. Dahin. Wieso habe ich das jetzt? Okay, so stimmt's. Wieso habe ich mich selber dermaßen verwirrt gehabt gerade? Dann Zone verkleinern. Das da. Und das da. Achso, ja, weil das hier so aussieht. I get it. Wir haben hier so ein kleines Kreuz drin. Yes. Makes sense. Und da ist dann wieder... Stoßen sie aneinander an. Dann haben wir hier wieder den Schaß. Und dann haben wir hier wieder... 2, 3, 4. Und... Hier. Right? Nein, schon wieder falsch. So, ja. Yeah, ja. Yeah. Yeah, langsam, langsam check ich's. Dauert ein Weilchen. Haben wir das Eck. Gleiche wie unten. Da haben wir jetzt wieder 1, 2, 3. Nein, das sind 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann 2 rauf.
2 rauf. Damit es überall 3 sind, genau. Und dann hätten wir hier wieder 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Oh, es ist so schwer zu sehen, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Dann hätten wir hier wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nein, 3. Eins zu drei so, so, eins, zwei. Ich glaube, jetzt passt. Genau so sollte es sein. Alright, und die Heizungen würde ich jetzt gerne irgendwo hinbauen, wo nur nichts anderes steht. Ich glaube, wir haben schon einige Heizungen hier. Ich weiß nicht, ob das genug Heizungen sind. Ich glaube fast nicht. Und ich hätte doch rundherum bauen sollen. Ohne DLCs war Kultursieg halt nur Kultur, Powern und Sozis, Sopus und mit BMW halt der Tourismus verwaltet. Und ja, ich meine, C5 spielen die meistens ja dann mit vollen DLCs und so. Also Vanilla C5 ist sicher nicht besser als die jetzige Version von C6, würde ich sagen. Sagt sicher nicht und sagt, dann würde ich sagen, um es nochmal abzuschwächen. Aber, ja, das würde ich dann, glaube ich, schon eher weniger verstehen, wenn das irgendwer glauben würde. Mann, ein Kreuz rein. Lass dich da auch noch rüber hin. Muss da runter hin. Und by the way, da unten müssen auch noch zwei automatische Türen rein. Alright, jetzt dürft ihr mittlerweile wieder weiterbauen. Das wird alles sehr, sehr schwierig. Ja, Elliot wird krepieren. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte, leider. Absolut nichts. Wer hat schon wieder hier ein grünes Unzufrieden im Leben? Verrottene Leiche gesehen. Achso, weil du das hier fertig gebaut hast. Aber da müssen jetzt nicht mehr viele verrottende Leichen sehen. Das ist wiederum ausgesprochen gut ist. Ja, ich glaube, wir lassen es. Ich glaube, ehrlich, wir lassen es. Damit geht zwar ein großer Teil meiner Verteidigung drauf, aber ich weiß nicht, wie wir das durchhalten sollen, wenn wir hier die ganze Zeit die Fallen neu bauen müssen. Muss man sich jetzt neuerdings was anderes überlegen, scheinbar. Als Fallen zu bauen. In der RimWorld-Version. Wieder zurück zu Turrets, I guess. Müssen wir mal zuerst noch erforschen jetzt. Das müsste dann auch fertig gebaut werden, damit wir hier wenigstens... Ich meine, da haben wir schon wenigstens eine Schussschneise für den Moment. Haben wir nicht genug Stahl? Haben wir schon noch... Naja, wir haben noch einen Haufen Stahl. Ja, Elliot ist an Wundinfektion gestorben. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Habe ich schon angekündigt gehabt. Ja. Mit der Ansage sozusagen. Ja, okay. Das mit den Fallen macht natürlich die Verteidigung jetzt ein bisschen schwieriger. Wieso hast du? Gar keine Energie? Ach, ist das schon gebaut? Das ist schon gebaut. Habe ich es nicht angeschlossen, oder was? Oh! Das ist hochintelligent von mir. Die Verbindung nicht gemacht. Ein Waschbär tritt durch. Von wo kommst du wahrscheinlich dann? Von rechts. Jo, Grüne. Bist du gerade zurück? Nope. Du wirst angegriffen werden. Solltest du mal lieber mit Maschinenpistole angegriffen werden als ohne. Okay, Grüne, du bist auch noch dran. Ja, könnt ihr was treffen? Oh, er ist so lang. Ich
Bis jetzt hin. Jagst du gerade wen? Geht etwas spazieren. Wenn der Waage jetzt auch noch anfängt, Nick zu jagen, dann wäre ich böse. Den wir schon zusammen mit Thomas an dem Puma verloren haben. Alles sehr schrecklich gerade. Mehr genug zu essen haben wir wenigstens immer noch. Und mehr als genug eingelagert. Außer Kartoffeln gehen dann langsam irgendwann aus. Fasane. Geht etwas spazieren. Wunderbar. Na, jetzt kriegt noch wer Krebs auch noch. Klein, stabil. Yuki, ja, geh mal hier sich um den Krebs kümmern. Lungenkrebs. Ja, auch Blattsucht. Ei, ei, ei. That hits close to home. Okay, es geht immer noch nur die Resistance runter bei ihm. Sind noch nicht so wirklich weit. Wir müssen langsam wirklich mal ein paar neue... Schau mal, wie warm es hier drin wird, wenn wir alles fertig haben. Weil bevor es da drin nicht warm wird, brauche ich die Sonnenlampen gar nicht anschalten. Über 0 muss es zumindest haben. Da ist schon wieder der Waag drüber gestolpert. Echt nervig mit den Fallen gerade. Das hat jetzt uns so viel Zeit gekostet mit den Bauarbeitern, nur die Fallen. War jetzt zumindest mal überall zu. Okay, mit den zwei Heizungen kriegen wir hier gar nichts hin momentan. Im Freien, wieso? Oh, weil ich noch nicht zugemacht habe. Yo. Oh, ich trottel. Manchmal bin ich echt ein bisschen deppert. Wir haben nicht genug... Stupid. Es ist zu weit voneinander entfernt, die können da gar kein Dach einbauen. Momentan. Wir können da mal das hier reinbauen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht für ein Dach. Reicht das, wenn ich da in der Mitte eine Stütze reinhaue? Dach erstellen. Aber machen wir jetzt erst das hier. Jo. Oder irgendwer von euch, der bauen darf. Nick zum Beispiel. Trickschall zu Stromkabel, du sollst mal Wand bauen stattdessen. Ich glaube, früher war das so, dass ich, wenn ich da in der Mitte mein Viereck habe, dann geht sich das aus mit dem Dach. Aber ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das immer noch so ist. Grüne fängt schon an. Ja, doch, sollte sich, glaube ich, ausgehen. So wie das jetzt aussieht, wie weit er da kommt, ohne das in der Mitte. Oder? Ja, ich glaube, es hat sich ausgehen. Menschen, das ist... Oh, shit. Das ist super kacke ohne Fallen, aber eben Fallen... Ne, es sind nur 4. Es ist nicht ganz so schlimm. It's doable. Hopefully. Aber ich brauche alle von euch. Wir haben keine Viecher, die wir irgendwann mehr nach vorne schicken könnten, oder? Nein. Nope. Das wird dann schon. Es wird bisschen knapp. Ey, Yuki, dich brauche ich auch da. Es sind nur 4 Stück. Das heißt, es ist ein kleineres Rudel, als es früher war. Vielleicht haben sie wirklich absichtlich die Fallen geändert. Okay, nice. Töte ihn, du bist fertig. Töte ihn, ihr beiden seid fertig.
schon. Schlimm, Mann, dieses Hundemassaker hier. Silko, fertig? Du bist jetzt auch tot, oder? Yes, okay. Yuki auch fertig. Wunderbar, und wir haben schon wieder mehr Fleisch. Ich meine, das Fleisch geht uns nicht aus, solange diese Vieh die ganze Zeit in unsere Fallen reinrennen. Nummer 1, aber jetzt gibt es bald keine mehr. Oder Nummer 2, menschenjagende Rudel. Betreiben. Das ist mein Rentier, das ist mein Rentier. Alright. Good job by you. Es liegen so viele Tierleichen herum. Tote Ratten überall. Tote Hunde. Tote Wargs. Aber wenigstens kann ich jetzt einmal sehen, wie warm es hier wird tatsächlich, wenn das geschlossen ist. Ich bin mich so deppert, wann es die ganze Zeit offen gelassen haben. Ich meine, wir haben genug zu essen. Das ist auch wichtig. Bitte keine... Wir haben gerade ein Riesenproblem, wenn irgendwer eine Infektion bekommt, weil wir keinerlei Medizin haben. Vielleicht reicht sogar diese eine Stütze in der Mitte, um das Dach fertig zu machen. Sieht fast danach aus. Jetzt hat es minus 3 mal. Minus 2. Wenn sobald jemand rein und raus geht, wird es wieder schlimmer, nehme ich an. Wir sind über 0. Und wir können noch 2 Heizungen mehr reinbauen. Ja, er darf schon anpflanzen. Okay, Strom ein, aus, Strom ein, aus. Ich hoffe, es geht mir jetzt nicht sofort der Strom aus. Momentan läuft was. Es laufen nur die beiden und der Geothermal. Das heißt, das geht definitiv rund. Wir fragen jetzt nur, wie schnell. Wieso geht's momentan nicht rund? Ah, sie sind nicht an. Ich trottel. Sie sind nicht an, weil es in der Nacht ist. Stimmt, das ist ja das Gute daran. In der Nacht geht sich sowieso aus dabei. Ist die Batterie können sie sogar. Es geht darum, ob es für den Tag reicht oder nicht. Eigentlich mehr als ob es für die Nacht reicht oder nicht. Frühling hat angefangen. Ja, ist jetzt mittlerweile recht egal für uns. Wobei, es ist immer besser, wenn wir eine längere Saison haben. Hat aber immer erst nur 3 Grad hier. Ist nicht gerade warm. Wie schnell geht's dann? Ja. Yeah. Ja, es tut mir leid. Master. Ja, jetzt haben wir plötzlich auch noch... Ja, die fressen die Hunde! Die Wildschweine, was geht mit euch? Ich hab die gekillt. Meine fucking Labrador Retriever. Schaut euch die so die Schweine. Ich hab dir gesagt, das ist aus dem verdammten... Hör auf, Dreck zu entfernen, Mann. Niemand frisst den Dreck. Fucking Schweine fressen aber meine... Yo. Yo, Yuki. Hält man ja nicht aus. Okay, da haben wir noch keinen Strom. Wieso haben wir da eigentlich noch keinen Strom? Und so reicht nicht bis da, ne? Die beiden Sachen wurden noch nicht gebaut. Diese Wildschweine machen mir ein bisschen Sorge. Ich meine, es ist schön, dass sie, aber wir haben wirklich kein Fleischproblem. Wir haben sowas von kein Fleischproblem. Ziemlich amüsant, wie sehr wir kein Fleischproblem haben. Jetzt ist die Frage. Ja, ja, es geht runter durch den Tag. Geht recht geschwind runter durch den Tag. Was haben wir? 13 Uhr gerade mal. Ich meine, es fragt sich auch, wie schnell es in der Nacht auflädt. Und es ist ein schlechter Tag, weil die beiden gehen gar nicht gerade. Ja, aber es geht schon ziemlich fix runter. 16 Uhr mittlerweile. Wann stellen sich die Dinger ab? Um 8 oder so? Gut, wir haben keinen Wind. Also es ist momentan definitiv Worst-Case-Szenario. Um 20 Uhr gehen sie aus.
Geht's jetzt wieder rauf? Nicht die Spur. Geht immer noch runter. Wenn wir keinen Wind haben. Ja, dann soll's wieder raufgehen. Oh, ich glaube, es geht viel zu langsam rauf. Wenn sie sind. Ja, es ist langsam. Wir brauchen über Hälfte Windstärke, damit es in der Nacht wieder rauf geht. Es geht gerade überhaupt nicht schnell genug rauf. Das geht uns morgen wahrscheinlich schon wieder der Strom aus. Ich meine, jetzt haben wir vollen Wind auf einmal. Jetzt geht es ein bisschen schneller, aber nicht schnell genug. Nein, wir brauchen über Tag noch mehr Solaranlagen. Und sind wir ein bisschen solarabhängig, aber noch mehr Wind kann ich einfach schwerer machen als noch mehr Solar. Haben wir noch Stahl lagernd? Wir haben jetzt den ganzen Stahl verbraucht. Das ist das neue Zeichen für Stahl. Immer noch. Wir haben aber keinen Stahl. Fuck, das ist das Ding, wir müssen schon wieder Stahl abbauen gehen. Damit wir überhaupt neue Solaranlagen bauen können. Ich glaube, das ist immer noch das nächste. Meine, da liegen halt noch die Leichen rum, aber kann ich jetzt leider nichts dagegen machen. Was meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen Ziff 5 Vanilla und Vanilla? Boah, I don't get it. Okay, ich muss jetzt auch gleich. Wir werden gleich umsteigen auf Rocket League, by the way. Meinst du Ziff 5 Vanilla und Ziff 6 Vanilla? Egal. Okay, also nicht egal. Sorry, so meine ich es nicht. Aber ich mache jetzt kurze Pause. Dann können wir uns weiter drüber unterhalten. Weil ich, wie gesagt, gleich auf Rocket League umsteigen werde. Um 12 bin ich wieder da. Und das heißt, ich muss jetzt auch mal speichern hier. Safe Game! Das war jetzt... Und es war schlimmer als beim letzten Mal. Ich glaube, unsere Situation hat sich tendenziell eher verschlechtert als verbessert. Aber wir können uns möglicherweise wieder raushieven aus dem Loch. Vielen Dank fürs Zuschauen soweit und ich bin gleich mit Killerkugel und Rocket League wieder da. Bis gleich.